Was hat eine Zwiebel mit dem Analysemodell des Journalismus zu tun? Wir erklären es in dieser Folge. Herzlich willkommen zur dritten Folge der Einführung in die Journalistik. Mein Name ist Klaus Meyer, ich lehre Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Unsere Themen heute: Analysemodell, die fünf Ebenen des Journalismus. Wie hat sich Journalismus im Laufe der Geschichte entwickelt? Und wie unterscheiden sich die Mediensysteme heutzutage weltweit? Wir schauen uns also an, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse den Journalismus prägen in Geschichte und Gegenwart. Dazu orientiere ich mich am Kapitel 2 meines Lehrbuchs Journalistik, wo Sie wieder alles vertiefen und nachlesen können. Wir starten mit dem Analysemodell, also den fünf Ebenen des Journalismus. In der modernen Demokratie ist Journalismus ein freier Beruf. Journalisten können sich Journalisten nennen, egal was sie tatsächlich tun. De facto können Journalistinnen und Journalisten, die Journalismus praktizieren und vom Journalismus leben wollen, aber nicht tun und lassen, was sie möchten. Der Journalismus ist geprägt durch fünf Ebenen. Erstens, der Normenkontext meint die historisch gewachsenen rechtlichen und medienpolitischen Rahmenbedingungen des Journalismus, also den Journalismus in der Gesellschaft. Zweitens, auch das Publikum ist eine Ebene des Journalismus. Die Wünsche, Interesse, Einstellungen, der Zuspruch von Zuschauern, Lesern, Zuhörern und Nutzern oder auch die Wirkungsbeziehungen der Medien mit dem Publikum. Drittens, die Medienorganisationen, meint zum Beispiel die Finanzierung von Medienunternehmen, die Strukturen zum Beispiel privatwirtschaftlich versus öffentlich-rechtlich, die Arbeitsbedingungen in Redaktionen oder den organisatorischen Wandel. Viertens, die journalistischen Routinen, meint zum Beispiel die Darstellungsformen oder die Berichterstattungsmuster, die Journalistinnen und Journalisten zur Verfügung haben. Und schließlich fünftens, die Ebene der Journalistinnen und Journalisten selbst, ihre Berufsauffassung, ihr Rollenselbstverständnis, ihre Einstellungen zum Beruf zum Beispiel. Seit etwa 30 Jahren hat es immer wieder Versuche gegeben, diese Ebenen des Journalismus zu systematisieren. Oft zitiert, auch kritisiert, ist das Zwiebelmodell, mit dem Siegfried Weichenberg versucht hat, die Ebenen in Beziehung zu setzen. Die äußeren Schalen der Zwiebel prägen dann die darunterliegenden Schalen. Also mir kommt das mit der Zwiebel schon sehr schematisch vor. Stimmt das mit der Hierarchie der Ebenen tatsächlich? Und sind das wirklich getrennte Schalen? Es handelt sich um ein einfaches Modell. Der Vorteil liegt in der kompakten Gliederung eines umfassenden Stoffgebiets. Aber andere Analysemodelle haben die Ebenen nicht hierarchisch geordnet, sondern nebeneinander gelegt. Zudem haben wir immer wieder Rückkopplungen zwischen den einzelnen Ebenen, über einzelne Ebenen sogar hinweg. Denken Sie zum Beispiel an die Publikumsbeziehungen des Journalismus. Wenn Journalistinnen und Journalisten sich nach dem Nutzungsverhalten richten, also etwa nach den Klickzahlen im Online-Journalismus, dann hat das Auswirkungen auf die Publikumsbeziehung. Aber es ist vielleicht auch eine Vorgabe durch ein Medienunternehmen, durch Leitlinien einer Redaktion. Und es hat natürlich auch Auswirkungen auf die Darstellungsformen, zum Beispiel auf den Teaser im Online-Journalismus. Die Publikumsbeziehung behandeln wir deshalb auf einer Ebene, auf der zweiten Ebene dieser Zwiebel, aber sie wird immer wieder auch auf verschiedenen Ebenen auftauchen. Ah, also wir nutzen die Zwiebel nur zur Gliederung und zur Veranschaulichung. Ja, und wir werden die Zwiebel im Laufe der Vorlesung entblättern, uns also die einzelnen Schalen anschauen, in der heutigen Folge schon und in den nächsten Videofolgen. Wir beginnen mit der ersten Schale und mit den Prägungen, die Journalismus im Laufe der Jahrhunderte erfahren hat. Wie hat sich Journalismus im Laufe der Geschichte entwickelt? Natürlich kann eine Einführung in die Journalistik die komplexe Geschichte der Medien und des Journalismus nicht komplett nachzeichnen. Wir wollen uns aber einige Eckdaten der Mediengeschichte und einige Etappen der Journalismusgeschichte vor Augen führen. Dieses Kapitel soll uns bewusst machen, dass Journalismus nicht geschichtslos existiert. Der Journalismus und unser Demokratieverständnis beruhen auf Traditionen und Entwicklungen, die sich über Jahrzehnte, mitunter sogar über Jahrhunderte entwickelt haben.
Vor nicht allzu langer Zeit gab es in Deutschland zwei Jubiläen zu feiern. Im Jahr 2000 erschien eine Briefmarke der Deutschen Post, die auf 350 Jahre Tageszeitung hinweisen wollte. Und im Jahr 2005 gab es eine Sonderausstellung im Gutenberg-Museum in Mainz zu 400 Jahre Zeitung. Jetzt können Sie selbst mal ausrechnen, wie alt dieses Medium ist. Moment mal, das sind ja zwei Jahreszahlen. 1605 und 1650. Da stimmt doch was nicht. Woran könnte das liegen? Ach so, 1605 die Zeitung und 1650 die Tageszeitung. Ja, im Jahr 1605 erblickte die Zeitung als Wochenzeitung das Licht der Welt. Und das war so. In Straßburg verdiente sich Johann Carolus seinen Lebensunterhalt damit, Korrespondentenbriefe aus großen europäischen Städten handschriftlich zu vervielfältigen und zu verkaufen. Irgendwann ist ihm das dann zu mühselig geworden und er kam auf eine Idee. Er kaufte eine Druckerei und druckte die Korrespondenzen, die hereinkamen, auf Papier und verkaufte sie wöchentlich. Unter dem Titel Relation war die erste Zeitung der Welt geboren. Und erst 45 Jahre später wurde weltweit zum ersten Mal eine Zeitung täglich gedruckt. In Leipzig, die Einkommenden Zeitungen. Der Titel verweist uns darauf, dass damals das Wort Zeitung Nachricht bedeutete. Also einkommende Nachrichten. Und haben die Zeitungen tatsächlich lange Zeit so ausgesehen? Ja, die Zeitung, in der Sie gerade blättern, stammt aus dem Jahr 1805. Aber sie sieht im Prinzip genauso aus, wie 200 Jahre davor Zeitungen ausgesehen haben und wie sie bis in das 19. Jahrhundert, also bis vor gut 150 Jahren, ausgesehen haben. Ein redaktionelles Selektieren, Gewichten und Platzieren nach Relevanz, wie wir es heute kennen, gab es in den ersten Zeitungen nicht. Die Nachrichten wurden in der Reihenfolge ihres Eintreffens ohne Überschrift oder sonstige Hervorhebung oder Gliederung gesetzt. Als Gliederungshilfe diente lediglich die Ortsmarke. Mit Ort und Datum, oft fett gedruckt, begann ein neuer Artikel, der aus einer Korrespondenz aus jenem Ort bestand und der thematisch ganz unterschiedliche Nachrichten zusammenfasste. In der langen Geschichte des Journalismus über vier Jahrhunderte hinweg unterscheiden wir ganz grob drei Phasen. Erstens der korrespondierende Journalismus. Mehr als 200 Jahre lang beschränkte sich der Journalismus darauf, die an einem Postknotenpunkt eingehenden Korrespondenzen zu sammeln und zu drucken. Der korrespondierende Journalismus lag in der Hand von Druckern oder Postmeistern, die nebenberuflich arbeitende Korrespondenten beschäftigten oder einfach auch aus anderen Zeitungen, die bei ihnen eintrafen, abschrieben. Zweitens der schriftstellerische Journalismus. Im Zuge der Aufklärung und des Wandels der politischen Verhältnisse wandten sich immer mehr Schriftsteller an die Öffentlichkeit. Sie wollten freie Ideen transportieren und auch gegen Zensur kämpfen, gegen Unterdrückung kämpfen. Bekannte deutsche Literaten wie Gotthold Lessing oder später Heinrich Heine arbeiteten damals als Journalisten. Die Zeit ab 1815 und vor allem dann auch im Vormärz, also in den 30er und 40er Jahren, war geprägt durch einen Kampf gegen die Zensur. Journalisten wurden bedroht, verfolgt, mussten ins Exil gehen. Drittens, der redaktionelle Journalismus. Nach der Märzrevolution schossen Zeitungen und Zeitschriften wie Pilze aus dem Boden. Auch wenn es noch erste Rückschläge gab, so war doch ab 1874 mit dem Reichspressegesetz eine weitgehende Öffnung von Journalismus und Zeitungen möglich. Diese erste Zeit des redaktionellen Journalismus wird auch als Take-off des Journalismus bezeichnet. Viele Faktoren führten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dazu, dass sich Presse vervielfältigte und für ein Massenpublikum zur Verfügung stand. Grob gesagt gibt es vier Faktoren für diesen Take-off des Journalismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie können ja mal selbst überlegen, aus dem Geschichtsunterricht wissen Sie das, was in dieser Zeit passiert ist. Wir haben zunächst mal technische Faktoren. Also schnellere Druckverfahren, dass mehr Zeitungen gedruckt werden können. Oder schnellere Übermittlungsformen, Eisenbahn, Telegraph, später Telefon.
Ja, gut, dann haben wir zum Zweiten rechtlich-politische Faktoren. Pressefreiheit und Liberalisierung sorgen ja nicht nur dafür, dass Zeitungen frei produziert werden können, sondern auch, dass sie über Anzeigen finanziert werden können. Und dann fällt das ja auch in die Zeit der allgemeinen Bürgerrechte. Die ersten Parteien werden gegründet, das allgemeine Wahlrecht eingeführt. Es wächst die politische Öffentlichkeit. Richtig. Wir haben jetzt zum Dritten wirtschaftliche Faktoren. Durch die Industrialisierung und die Liberalisierung der Märkte werden schnelle und verlässliche Informationen gefordert. Die ersten Börsen entstehen, Kreditanstalten, Versicherungen. Ja, und zum Schluss noch soziale Faktoren. Die Großstädte wachsen durch Großindustrie und Urbanisierung. Das Leben in der Großstadt ist deutlich anonymer als in der kleinen Stadt. Ein Bedarf für Lokaljournalismus könnte in dieser Zeit entstanden sein. Zudem die zunehmende Bildung, Alphabetisierung der Bevölkerung. Das Publikum wird größer für die Zeitung für alle. Zum Schluss dieses kleinen Einblicks in die Geschichte des Journalismus schauen wir uns noch die Geschichte der Pressefreiheit in Deutschland an. Sie haben schon gehört, dass das 19. Jahrhundert geprägt war durch den Kampf um Pressefreiheit, durch den Kampf gegen Zensur. Als später dann Freiheit möglich war, haben Journalisten bis in die Weimarer Republik hinein diese Freiheit vor allem genutzt, um mit ihren Einstellungen nicht mehr hinter dem Berg halten zu müssen, um also ihre Meinung zu sagen. Die Weimarer Republik bestand aus vielen Parteizeitungen. Es fehlte so ein großflächiger, faktenbasierter, unabhängiger, neutraler Journalismus. Das war auch ein Baustein für den Untergang der Demokratie. Aus dem Geschichtsunterricht wissen Sie, dass die Nationalsozialisten den Journalismus totalitär unterdrückten. Journalisten wurden verhaftet, ermordet. Die ganze Öffentlichkeit bestand aus Propaganda. Im Jahr 1945 sprechen wir schließlich vom Jahre Null des Journalismus in der Demokratie. Die Mächte, die uns befreit haben, also vor allem die Briten und Amerikaner, haben alles dran gegeben, um den Journalistinnen und Journalisten auch ein Verständnis von demokratischem Journalismus zu vermitteln. Dazu gehört zum Beispiel die Urtrennungsregel: Fakten sind heilig, nur die Meinung ist frei. Im dritten Teil geht es um die Frage, wie unterscheiden sich die Mediensysteme in aller Welt? Sie haben beim Blick in die Geschichte schon gesehen, dass Journalismus in erster Linie geprägt ist durch das politische System, durch das Gesellschaftssystem eines Landes. Wandelt sich das politische System durch die Machtübernahme von Diktatoren oder auch durch Demokratisierungsprozesse, dann wandeln sich die Arbeitsbedingungen der Journalisten, die Strukturen der Medien. Insgesamt wandelt sich dann auch das Mediensystem. Oftmals charakterisieren aber nicht radikale Einschnitte, sondern schleichende Prozesse den Wandel eines Mediensystems. Doch was ist überhaupt ein Mediensystem? Der Begriff Mediensystem meint die Gesamtheit an Ordnungen und Strukturen, die Medien in einem definierten Raum, meist in einem Staat, charakterisieren. Gemeint sind dabei zum Beispiel die Mediengesetze, die Einflussnahme des Staates auf Journalismus und Medien, die Besitzverhältnisse der Medien, die Aufsichtsstrukturen über die Medien. Wesentliche Charakteristik eines Mediensystems ist die Kommunikationsfreiheit. Für die Kommunikationsfreiheit gibt es drei Grundlagen. Erstens die rechtlichen Grundlagen. Sie sind zum Beispiel in unserem Grundgesetz im Artikel 5 festgelegt als die individuelle Meinungsfreiheit, die Informationsfreiheit und die Freiheit der Massenmedien, die man auch als Presse- oder Rundfunkfreiheit bezeichnen kann. Zweitens politische Grundlagen. Die staatlichen Organe müssen sich auch an diese Verfassungsvorgaben halten. Sie sollten also möglichst wenig durch Gesetzgebung oder auch durch Polizei und Justiz eingreifen in Journalismus und Medien. Und schließlich drittens die ökonomischen Grundlagen der Kommunikationsfreiheit. Hier geht es darum, dass die Medien in vielfältigen Besitzstrukturen sein sollten. Wir sollten Monopole verhindern, weil das eben die Kommunikationsfreiheit auch behindern kann. Ist es nicht so, dass in Deutschland
Regierungschefs oder Minister Presseanweisungen geben können, die befolgt werden müssen? Dass sich zum Beispiel die Tagesschau danach richtet? Nein, das ist definitiv nicht so. Alle Medien und Journalisten in Deutschland sind definitiv frei, über Entscheidungen von Regierungen zu berichten oder nicht zu berichten. Unabhängige internationale Beobachter, wie zum Beispiel die Reporter ohne Grenzen, setzen Deutschland auch immer wieder schon seit vielen Jahren auf vordere Plätze in ihren Rankings zur Pressefreiheit. In vielen anderen Ländern dagegen ist die Kommunikationsfreiheit eingeschränkt oder manchmal sogar gar nicht vorhanden. Und damit sind wir schon beim Thema der Mediensysteme im internationalen Vergleich. In der Wissenschaft wird seit mehr als 60 Jahren immer wieder versucht, die Unterschiede der Mediensysteme herauszuarbeiten und diese zu klassifizieren. Es gibt dazu ganz verschiedene Ansätze. Für eine Einführung in die Journalistik finde ich eine Übersicht und Klassifizierung ganz hilfreich, die ich in der folgenden Tabelle zusammengefasst habe. Diese Typologisierung geht bereits auf das Jahr 1956 zurück. Ich habe sie aber aktualisiert und auf die heutige Welt übertragen. Wir unterscheiden vier Typen von Mediensystemen nach vier Kriterien. Erstens die Eigentumsverhältnisse, zweitens die Steuerung und Kontrolle der Medien, drittens die Ziele und Erwartungen und viertens die Nachteile und Gefahren dieses Typs von Mediensystem. Schauen wir uns zunächst mal den ersten Typ von Mediensystem an, die wirtschaftsliberalen Mediensysteme. Die Eigentumsverhältnisse sind durchgehend privatwirtschaftlich. Der Staat greift überhaupt nicht ein in die Medien, möchte sie gar nicht regulieren, sondern der Markt reguliert sich praktisch selbst. Und die Medien organisieren sich selbst. Im Idealfall kontrollieren sie sich auch gegenseitig. Nachteil dieses Mediensystems ist, dass wir Monopolbildungen zu erwarten haben, dass also letztlich eine Vielfalt eingeschränkt sein könnte und dass die Medien sehr stark von ökonomischen Faktoren, zum Beispiel auch von Werbeeinnahmen, abhängig sind. Der zweite Typ ist das sozialverantwortliche Mediensystem. Hier sind die Medien auch im Privatbesitz, aber zum Teil auch im öffentlichen Besitz, also im öffentlich-rechtlichen Besitz. Die Steuerung und Kontrolle der Medien funktioniert auch über einen freien Markt, aber durchaus auch mit einer pluralistisch vielfältig zusammengesetzten Medienaufsicht. Auch durch eine gewisse Selbstkontrolle der Medien, dass also der Staat möglichst wenig auch eingreift ins Mediensystem. Ziele und Erwartungen sind stark mit Vielfalt, mit Qualität, auch mit ethischen Kriterien verbunden. Es geht um Aufklärung und Beteiligung. Nachteil dieses Mediensystems ist, dass es doch auch mögliche Einfallstore für Staat und Politik gibt. Nach diesem zweiten Typen vom Mediensystem müsste man eigentlich eine viel dickere Linie in unsere Tabelle ziehen, weil jetzt beginnen die Mediensysteme zu kippen, zum Autoritären und zum Totalitären. Kennzeichen von autoritären Mediensystemen ist, dass die Eigentumsverhältnisse auch zum Teil privatwirtschaftlich sind, aber diese Besitzer der Medien haben enge Verbindungen zur Politik oder Medien sind eben auch staatlich oder im öffentlichen Besitz. Die Steuerung funktioniert über einen Staatsapparat und Ziele, Erwartungen sind, dass die Medien letztlich auch eine Regierung stabilisieren, auch für Ordnung sorgen und nicht unbedingt jetzt Vielfalt in eine Gesellschaft bringen. Das wäre auch der Nachteil dieses Mediensystems. Vollends kippt es dann zu einem totalitären Staat, also zu totalitären politischen Systemen, die dann auch totalitäre Mediensysteme nach sich ziehen. Die Medien sind einzig und allein im Staatsbesitz, werden durch den Staatsapparat und oft auch durch eine Staatspartei kontrolliert. Letztlich gibt es hier kaum Freiheit, kaum Vielfalt. Journalistinnen und Journalisten werden unterdrückt, zum Teil auch verhaftet, Meinungen werden verfolgt. Bei der Klassifizierung handelt es sich sehr grob um vier Modelle, um den Blick auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu schärfen. Die Grenzen sind jedoch fließend und vor allem tun wir uns natürlich jetzt schwer, einzelne Länder wirklich einem Typ zuzuordnen. Aber wir wollen das trotzdem versuchen. Können Sie Beispiele für einzelne Mediensysteme nennen? Nun, die USA hat eher ein wirtschaftsliberales System mit überwiegend freien, marktwirtschaftlich orientierten Medien.
Deutschland, Österreich und die Schweiz dagegen könnten eher sozialverantwortlich sein, mit einem starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, und Russland würde ich eher einem autoritären Mediensystem mit Tendenz zum Totalitarismus sehen. Aber klares totalitäres Mediensystem hat vielleicht Kuba oder China. Ja, diese Einschätzung wird durch die Reporter ohne Grenzen bestätigt, die jedes Jahr ein Ranking der Pressefreiheit erstellen und damit auch eine Weltkarte einfärben. In hellen, also weißen und gelben Ländern herrscht weitgehende Freiheit. In Europa, Nordamerika zum Beispiel oder auch im südlichen Afrika. Schwierig wird es in orangen Ländern und nur schwach vorhanden ist die Pressefreiheit in roten Ländern. In schwarzen Ländern kann man Pressefreiheit gar nicht mehr finden. Fassen wir also zusammen. Analysemodell, die 5 Ebenen des Journalismus. Das einfache Zwiebelmodell zeigt die 5 Ebenen, die den Journalismus prägen. Erstens die Mediensysteme in der historischen Entwicklung und in der aktuellen Ausprägung als Normenkontext. Zweitens das Verhalten des Publikums. Drittens die Medienorganisationen. Viertens die journalistischen Routinen und Medienprodukte. Und fünftens der Rollenkontext der Journalisten, also zum Beispiel ihre Tätigkeiten und Einstellungen. Wie hat sich der Journalismus in der Geschichte entwickelt? Der Journalismus wandelte sich im Laufe von 4 Jahrhunderten aufgrund von technischen Entwicklungen und Verbesserungen, von kommunikationspolitischen und rechtlichen Regulierungen sowie aufgrund wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wandels. Deutschland ist zwar das Geburtsland der Zeitung, aber im Vergleich zu anderen Ländern ist der lange Kampf um Pressefreiheit eine wesentliche Traditionslinie. Der Take-off des Journalismus fand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts statt. Seitdem sprechen wir vom redaktionellen Journalismus, der hauptberuflich ausgeübt wird. Wie unterscheiden sich die Mediensysteme in aller Welt? Mit Mediensysteme ist die Gesamtheit von Ordnungen und Strukturen gemeint, die Medien in einem bestimmten Raum, meist in einem Staat, prägen. Wir unterscheiden beim Vergleich der Mediensysteme zwischen weitgehend offenen Mediensystemen und geschlossenen Mediensystemen. Offene Mediensysteme können wirtschaftsliberal oder sozialverantwortlich organisiert sein. Kennzeichen ist in aller Regel eine gewisse Kommunikationsfreiheit. Geschlossene Mediensysteme beschränken autoritär Kommunikationsfreiheit oder in totalitären Staaten gibt es gar keine Kommunikationsfreiheit. Was meint ihr? Wie lässt sich euer Geschichtswissen aus dem Schulunterricht verbinden mit der Journalismusgeschichte? Oder interessieren euch die Kommunikationsfreiheit und die Mediensysteme in anderen Ländern? Schreibt es unten in die Kommentare. Hier findet ihr die zweite Folge der Journalistik, wenn ihr sie versäumt habt. Das hier ist die dritte Folge und zur vierten Folge geht es hier. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Servus, auf Wiedersehen.